Soeben haben wir mit AMC einen Trend durchbrochen und deswegen nehme ich dieses Video auch direkt auf, auch wenn der Markt noch nicht geschlossen hat. Nichtsdestotrotz gibt es positive Nachrichten und in diese technische Analyse der AMC-Aktie möchte ich mit euch jetzt gemeinsam einsteigen. Ich finde übrigens auch, dass es langsam aber wieder mal Zeit, die AMC-Mütze aufzunehmen. Nein, Spaß natürlich an dieser Stelle. Die habe ich irgendwann mal von Freunden zum Geburtstag geschenkt bekommen und seitdem nicht mehr getragen, denn seitdem ist es ja auch bergab gegangen. Naja, zumindest heute sieht es etwas besser aus. Schauen wir kurz an unseren Chart. Ich werde generell sehr häufig gefragt, um welches Tool es sich hier behandelt. Das ist Webull. Das nutze ich, um, und das seht ihr hier auf der rechten Seite, um das Level 2 zu sehen. Das heißt, ich sehe gerade alle Verkaufsorders und auch Kauforders, also Limit Orders. Das heißt, bei 8,80 Dollar werden insgesamt 31.000 Shares verkauft, während wir gerade sprechen. Es ist 16.33 Uhr. Das, was jetzt gerade passiert ist, könnte heute Abend, wenn ihr vielleicht das Video schaut, schon ganz anders aussehen, aber diesen Durchbruch mit solch einem Volumen hatten wir jetzt seit einer etwas längeren Zeit nicht mehr und genau darauf möchte ich heute eingehen. Generell ist wahrscheinlich, wenn die meisten von euch sich Charts anschauen, das One-Minute-Chart sehr, sehr cool bzw. sehr spannend, denn da kann man gewisse Trends, auch vor allem kurzfristige und kurzweilige Trends, erkennen. Was wir sehen können, ist den EMA 13 und den EMA 48. EMA 13 in Rot und EMA 48 in Blau. Das heißt, hier haben wir einen ganz, ganz klaren oder klar gezeichneten Trend zu versehen, weil immer beim 13er EMA quasi gebounced wird. Jetzt gerade treffen wir auf 31.000 Shares. Das seht ihr hier auf der rechten Seite. Bei 8,80 Dollar ist jetzt gerade Schluss. Ich bin gespannt, wenn wir gleich mit dem Video durch sind, wo wir dann liegen werden. Spannend ist der 1-Stunden-Chart, denn es gibt den sogenannten EMA 200, der uns in den letzten Wochen immer wieder zurückgehalten hat. Das können wir auch wunderbar hier anhand dieser Linie sehen. Am 2. Oktober waren wir einmal beim 200er EMA, bei 8,40 Dollar lag der, das ist der Durchschnittskurs der letzten 200 Tage. Es gibt noch den normalen Moving Average und dann halt den EMA. Der EMA ist hier aber besonders stark als Resistenzzone tatsächlich zu verzeichnen. Einmal sind wir da schon durchgebrochen und das war gestern. Am 4. Oktober hatten wir auch wieder mit einem relativ großen oder starken Volumen von knapp 7 Millionen Shares sind wir einmal durchgebrochen und dann wieder leicht zurückgebounced und dann sind wir oder haben wir uns quasi auf der EMA 200 Linie wieder eingependet. Der große Vorteil, wenn Aktien über einen längeren Zeitraum wirklich am Fallen sind, und das können wir uns hier mal anschauen, dann sinkt natürlich der sogenannte EMA. Der Durchschnittswert sinkt, weil die Preise in den letzten 100, 50, 200 Tagen nach unten gedrückt wurden. Genau das ist ja auch mit AMC passiert. Aber je niedriger dieser Durchschnittspreis eben ist, beziehungsweise die Trendlinie, beziehungsweise der EMA 200 jetzt in diesem Fall, desto leichter kommt man mit etwas mehr Volumen da auch durch. Und Trendlinien bzw. Indikatoren und Trendindikatoren sind deswegen so spannend, weil jeder Mensch, der mit diesen Indikatoren arbeitet, genau darauf achtet, ob wir da durchbrechen oder eben nicht. Und genau das ist gerade eben passiert, meine Freunde. 31.000 Shares wurden von AMC gerade eben gekauft. Wir sind jetzt bei über 8,80 Dollar. Was bedeutet das langfristig gesehen für den Kurs? Wir sind heute mit massivem Volumen da durchgebrochen, befinden uns jetzt allerdings auch in dem überverkauften Bereich. Das heißt, ich gehe persönlich von einem Bounce nach unten aus. Genau das passiert jetzt auch gerade, während ich darüber spreche. Ihr seht hier, der RSI liegt bei knapp 76. Das ist per se natürlich sehr viel und es muss erstmal wieder abgekühlt werden. Aber rein auf technischer Basis gesehen ist das, was heute passiert ist, ein positiver Faktor. Das hat nichts mit Squeeze zu tun. Das hat lediglich was mit einer technischen Analyse zu tun. Viele Menschen zu Hause oder wo auch immer sie gerade traden, schauen sich genau das an. Wenn wir uns jetzt auch mal die Tagesebene anschauen, dann sehen wir nochmal eine Resistenzzone bei 9,14 Dollar. Da waren wir nämlich am 14. September und da sind wir seitdem auch nicht mehr durchgekommen. Sollten wir also bei über 9,14 Dollar liegen und sollten wieder durchbrechen, dann könnte der von uns heiß ersehnte und heiß erwartete Durchbruch und Anstieg nach oben passieren. Denn ihr seht hier, wir haben gewisse Gaps. Und es gibt das Sprichwort nicht ohne Grund, dass Gaps gefüllt werden. Sowohl nach oben als auch nach unten. Unsere nächste Gap liegt also bei 16,35 Dollar und geht wieder auf bei 19 Dollar, respektive dann später 22 Dollar. Und unsere zweite Gap, die geht los bei 28 Dollar und endet dann bei 43 Dollar. Und ich glaube, bei 43 Dollar, das ist zwar Pre-Split jetzt nicht ganz so viel Geld, aber ich glaube, da wären viele von euch tatsächlich vielleicht
hoffentlich wieder im Plus. Jetzt passiert dieser heftige Sell-off in Anführungsstrichen, diese Resistenzzone wurde erreicht. Eines ist jetzt klar, alright, wir sind jetzt über dem 200er EMA. Wir sollten vielleicht hier wieder nach unten kommen auf 8,30 Dollar. Ich hoffe, dass wenn das Video live geht und ihr euch das anschaut, werden wir trotzdem grün enden. Denn das Volumen, das steigt derzeit und eigentlich deutet alles darauf hin, dass wir in den nächsten Wochen, vor allem so in den nächsten 2, 3, 4 Wochen, wieder einen ordentlichen Preisanstieg nach oben erleben werden. Ich für meinen Teil glaube nicht, dass wir noch viel, viel weiter fallen werden als die 7 Dollar. Ich würde mich einfach riesig freuen, wenn es jetzt weiter nach oben geht. Ich wollte dieses Video deswegen machen, weil ich die technische Analyse super spannend finde. Und ich glaube, anhand derer kann man auch sehr gut später dann erkennen, sollte es zu einem Squeeze oder einem schnellen Preisanstieg kommen, wo sich die nächsten Zonen befinden, wo es dann Sinn macht, wieder zu verkaufen. Falls ihr nicht bis in die Unendlichkeit halten wollt. Ich für meinen Teil möchte auf jeden Fall aus meinen Fehlern lernen und deswegen werde ich ganz genau im Blick behalten, wohin die Reise mit dem Kurs geht. Wenn ihr da auch Bock drauf habt, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Vor allem, wenn wir diese Art von Analyse auch für andere Aktien machen, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche ich mir dabei als nächstes anschauen soll. Und vielleicht kann ich dann zumindest auf Basis derer, also Trendlinien und Indikatoren an sich, die ich zumindest häufig nutze, sagen, wohin ich glaube, sich der Kurs in der nächsten Zeit entwickeln zu können. Das ist dann natürlich meine persönliche Einschätzung und nicht zu vergleichen mit Finanzberatern und Finanzexperten, aber trotzdem kann man da echt einiges von lernen. Falls euch das Video gefallen haben sollte, haut gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.